Supi. So, und herzlich willkommen zurück. Da können wir uns natürlich gleich mal um die Insel kümmern. Ich bin jetzt nur gespannt, wie ich den Dünger jetzt wegnehmen soll. Ich habe den nämlich jetzt ins Inventar gepackt. So, wir haben ja dem Bram versprochen, ihm zu helfen mit Mais. Das werden wir natürlich auch machen. Schade, dass ich nicht mehr habe. Warum nicht Weizen? So, Na komm, warum? Warum kann ich das nicht? Kleidung, Rucksack, ja, das passt schon. Recycled Points. Warte mal. Müll aus Mara, bitte recyceln. Ja, das werde ich auch tun. Die Frage ist, wie mache ich das? Ich würde so gerne düngen. Warum eigentlich nicht? Kann ich das auch irgendwie abstellen? Nein, kann ich nicht. Na gut, dann habe ich diesen einen Dünger wohl etwas vermurkst. Gut, will ich aber noch gießen. Ah, ich habe doch den Brunnen hierher gebaut. Ah, es regnet nicht. Okay. Es ist bewölkt. Was mache ich denn da jetzt? Ich brauche auf jeden Fall noch Pinien. Ist doch ganz gut. So, ich habe ja gesagt, ich muss noch ein paar Pinien einpflanzen. Das habe ich ja gesagt, dass ich das tun werde. 8 von 33, okay. Dann legen wir hier noch ein paar hin. Hier noch einen hin. Dann will ich mal gucken, ob ich noch irgendwo Saatgut herkriege, da hinten. Das ist schön. Supi. Ich vermisse die Musik. Ja, ach ja, die Musik, die ist schön. So, aber Orange nehme ich mit. Die wachsen ja zum Glück überall. Supi. Ja, komm, hier kann auch einer hin. Ich will die Bäume nicht... Ich will nicht alles zumüllen mit Bäumen. Aber auf der anderen Seite macht es vielleicht auch Sinn, sich irgendwo ein kleines Waldstück anzulegen. Wo ich dann einfach... Was haben wir hier? Ah, die kleine, okay. Wo ich einfach wirklich mal sage, okay, hier sind mal 5, 6 Bäume, die ich dann locker flockig mal abholzen kann. Ich brauche eine bessere Hacke. Jo, na gut. 14 Uhr. Jetzt ich mal eine Karotte. Das ist schon mal super, dann geht es der Kleine auch gut. Ich kann noch einen Orangenbaum pflanzen. Aber eigentlich haben wir genug Orangenbäume, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Die möchte ich sehr ungern abhacken. Die Bärenbüsche kann ich natürlich auch umsetzen, aber ich finde, das passt eigentlich. Da passe ich mich einfach der Insel und der Natur ein bisschen an. Ich habe keine Schnur für meine Angelrute. Ich glaube, das sollte ich mal machen.
Muscheln sammeln und den ganzen Kram. Und ich musste eine Schnur herstellen. Ich habe jetzt dem alten Mann meine ganzen Schnüre gegeben. Zwei Baumwolle. Eimer, Brett, das ist soweit okay. Warum eigentlich nicht? Brombeersaft. Das ist super. Hier kann ich noch dreimal Orangensaft machen. Ich glaube, der gibt richtig gut Energie. So, trink Orangensaft. Selbstgepresst ist lecker. Oh, super. Der hat uns richtig schön Energie gegeben. Wunderbar. Freue ich mich. So, das braucht alles noch 5 Minuten. Das ist soweit okay. Da freue ich mich so ein bisschen drauf. Ja, jetzt kann ich nicht angeln, weil ich dem Angler meine gesamten meine Sachen gegeben habe. Das ist natürlich ärgerlich. Ich kann jetzt hier noch Köder abnehmen. Das ist soweit auch okay. Aber ich kann auch Muscheln sammeln. Das ist doch schon mal super. Ich habe einen Nagel. Ich habe 4 Nägel gefunden. Oh, können wir uns jetzt können wir jetzt bauen? Ich hoffe doch. Das wäre super. Nägel gefunden. Stimmt, das sind die Sachen, die das Meer anspült. Oh, super. Koa. Das machen wir. Das machen wir heute noch. Auf jeden Fall. Bauen. Uns fehlen 8 Bretter. 8 Bretter. Kriegen wir das hin? Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Ja, dazu fehlen mir noch. Dazu fehlt mir noch ein bisschen Holz. Was aber eigentlich kein Problem ist. Wir haben ja jetzt genug gepflanzt. Das bedeutet, ich könnte eigentlich von denen ein paar fällen. So, das nehmen wir, das nehmen wir. Wenn wir 8 Bretter brauchen und pro Brett 2 Stücke Holz, dann brauchen wir insgesamt, kleine Rechenaufgabe für die Kinder unter euch, insgesamt, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr mitrechnen wollt. Das ist ja kein Problem. Von daher. Jo. Gut, ich freue mich aber, dass wir, wie heißt's, den Hühnerstall bauen können. Es wird dunkel. 14. Wir brauchen noch ein paar. Supi. So, und die ganz Schlauen unter euch wissen, dass man das Ergebnis mindestens jetzt schon sieht. Super. So, wir haben jetzt 8 Bretter. Ich muss zuerst die Tiere füttern. Okay, mit was fütter ich die? Ah, mit Weizen. Okay. Super, wir haben unseren Hühnerstall gebaut. Freue ich mich. Ich brauche erst einen besseren Hammer. Na gut. Na gut. So, gehen wir mal schlafen. Wir haben ja was gegessen. Das ist doch super. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal ein wenig auf der Insel. Und gucken einfach, ja, 4 Minuten noch, das ist alles wunderbar. Wir haben jetzt ganz viele Bäume, wir haben jetzt einiges an Holz benutzt. Das ist natürlich nicht so super, deswegen renne ich jetzt mal hier durch. Meine Hungeranzeige ist noch alles wunderbar. Und guck einfach mal, ob ich noch ein paar Pinienkerne einsammeln kann, dass ich auch wieder was nachpflanzen kann. Aber ich glaube, die brauchen alle noch ein bisschen. Die Orangenbäume kann ich ja abernten. Das ist super. So, was brauche ich denn hierfür? Das kann ich noch nicht bauen. Okay. Aber das freut mich, dass wir Nägel gefunden haben.
So, Blattwerk haben wir gefunden. Schäfchen, supi, dupi. Ich fände es schön, wenn wir uns noch hier ein Hündchen holen könnten. Das wäre super. Ich hoffe so sehr, dass es geht. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ah, hier gibt es wieder Metalle. So, wunderbar. Wie gesagt, in der heutigen Folge werden wir uns ein bisschen um unsere Insel kümmern. Einfach mal ein paar Ressourcen abbauen. Wir haben ja jetzt uns ein bisschen um, wie heißt es? Wir haben ja einen Hühnerstall schon mal gebaut, das ist schon mal super. Jetzt müssen wir warten, dass der Reis fertig ist, weil wir für den Herrn Bram den Reis ja noch anbauen müssen. Das können wir eigentlich mitnehmen. Das können wir noch nicht mitnehmen. Das ist schon mal super. Da unten finde ich auch noch was. Da müssen wir bei der Klippe ganz vorsichtig sein. Wir wollen ja nicht runterfallen. Wir wollen ja nicht, dass die Chor sich wehtut. Von daher einfach ein bisschen entspannen. Wir können ja hier über den Strand können wir ja... Ja, vorsichtig. Super. Über den Strand können wir ja hier lang und können dabei noch ein paar Muscheln einsammeln. Wunderbar, supi. Klappt das? Ja. Was haben wir hier? Stein, Stein, Stein. Über Stock und über Stein sammeln wir fleißig ein. Ah, Karottensamen haben wir gefunden. So, hier bei den Klippen müssen wir aufpassen. Wunderbar. Ich will mal was gucken. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ah, die Koa ist eine super Schwimmerin, das macht sie schon. Wunderbar. Okay. Ich glaube, das sollte so nicht funktionieren. Aber es hat funktioniert. Okay, es hat irgendwie geklappt. Die Frage ist nur... Oh, ich komme da hin. Ich habe Eier gefunden. Ich weiß nicht, so ist nicht ganz so schön. Vögelchen einfach die Eier klauen. Aber na gut, hier im Spiel kann man da ja schon mal Auge zudrücken. Sollte man natürlich nicht im echten Leben machen. Das ist natürlich nicht nett. Jo, oha, oha. Kann ich das irgendwie? Ja, klappt. Oh, Kakteen. Hier war ich noch nicht. Tun aber nicht weh. Kann ich mit denen irgendwas machen? Nein. Schade. Auch Kakteen haben schöne Blüten. Aber muss man natürlich vorsichtig sein, um die stechen. Aber das merkt man in der Regel, also von daher wird man dann schon lernen. Na, ihr Möwen. Supi. Ich trinke noch mal einen Saft. Der gibt mir super viel Energie. Das freut mich riesig. Ich glaube, von dem Saft mache ich noch was. Küche. Kann ich da noch Saft machen? Ja. Ich habe noch nicht so viele Orangen. Errungenschaft. Dishwasher. Ah, Abspüler. Ich habe hier eigentlich ganz viele Orangenbäume. Das sollte kein Problem sein. Daher muss ich mir... Obwohl, warum eigentlich nicht? Wir könnten uns doch... Ah, ich habe keine Orangen mehr. Ich habe alle Orangen verbraten. Erinnert mich dran, dass ich bei den nächsten... Parts, dass wenn wir jetzt hier anfangen, groß aufzubauen, dass ich vielleicht hier eine Reihe ein paar Orangenbäume hinsetze, dass wir die Größe abernten können, dass ich nicht über die gesamte Insel laufen muss. So, ich denke mal, so, wenn ich genug
Also wenn ich genug Orangen habe, werde ich alle Orangenbäume, die über die Insel verteilt sind, mal abbauen und mal so 10 Stück selbst manuell nachpflanzen. Das sollte eigentlich gehen. Ansonsten kann ich hier noch irgendwas machen. Nein. Nein. Okay, es ist auch schon 19 Uhr. Das ist soweit okay. Der Brunnen ist ausgetrocknet. Du brauchst Regenwasser. Ja, das ist schön. Und lieb, aber... Warte mal, kann ich irgendwas bauen? Rustikaler Zaun, Feuer und Brunnen. Ich habe keinen Eimer. Ich habe auch kein Holz. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich habe es vergessen. Ich habe sowieso nichts, was ich machen kann. Na gut. Gehen wir mal schlafen. Da geht es der kleinen Chor auch viel, viel besser, wenn sie im Bettchen geschlafen hat. Oh, super, wir sind komplett ausgeruht. Wir essen eine Karotte zum Frühstück. Das ist immer ganz gut. Brombeersaft. Den nehme ich mal zum Verkaufen. Ich glaube, der ist gar nicht mal so schlecht. Super. Wunderbar. Schön. Kann ich jetzt wieder ein paar Orangen abernten? Das ist schön, das ist toll. Ich glaube, wenn hier die Musik so die ganze Zeit so still ist, dann werde ich vielleicht im Hintergrund auch mal eine schöne Sommer in Mara Musik einblenden. Die Musik ist einfach toll. Die ist einfach schön. Das ist generell ein sehr, sehr schönes Spiel. Man merkt einfach viel Liebe zum Detail, dass die Menschen, die das gemacht haben, dass sie einfach Lust auf das Spiel hatten und haben viel von Dayland übernommen. Aber an sich wollten sie eine schöne Sache erstellen. Oh nein! Ich brauche etwas, das ich als Opfergabe benutzen kann. Nein, die beiden haben nichts zu essen. Ist vielleicht nicht ganz so toll. Ich weiß noch nicht genau, was das bringt. Aber das ist nun mal bei der Koa so Brauch, dass man das macht. Und das müssen wir respektieren. Das bedeutet, wenn wir jetzt Orangenbäume brauchen, um ihnen was zu essen zu geben, dann werden wir das tun müssen. So, ich habe 6 Orangen. Ich hoffe, die nehmen nicht so viele Orangen. Obwohl, warte mal, hier sind noch 8 Stück. Das ist gut. Super. Gut. Koaboom, Koaboom, Koaboom. She can run, she is fast. She can travel over the ocean, little Koa. Super, 5 Orangen, ne? Das ist okay. Das ist okay, das haben sie verdient. Das dürfen die beiden. Das ist schön, super. Wunderbar. Die nächste Frage ist... natürlich, ob... Warte mal, wie lange? Es ist schon 18 Minuten hier. Jo, ich würde aber gerne trotzdem noch weiter hier bleiben auf der Insel. Ich fühle mich hier einfach wohl auf der Insel. Die Insel ist schön, die Stadt ist auch okay, ist interessant, aber ganz im Ernst, die Insel ist einfach schön. Brunnen ist ausgetrocknet. Ja, das bringt mir alles nichts. Ist halt die Frage, wie kann ich recyceln? Ich habe ganz viele Sachen. Die sind zwar alle schön, aber... Müll aus Mara bitte recyceln. Holzkohle. Ist okay, ist alles kein Problem. Nur ich kann halt nichts machen. Ich kann halt aktuell nichts machen, weil hier alles... Ich kann auch nichts gießen. Na gut. Dann kann die Koa eigentlich auch mal die Beine in die Luft stecken und einfach mal ein bisschen die Füße hochlegen. Er hat ja viel gemacht, ne? Er hat jetzt einen Dingsbums gebaut, einen
Hühnerstall, hat alle Orangen abgeerntet, hat ein paar Bäume gepflanzt, ein paar Bäume gehackt. Das ist schon mal super. Ich könnte noch einen Pinienkern einsammeln. Ich glaube, ich werde auch mir langsam anfangen, so einen kleinen Wald. Hier ist eigentlich super, wenn ich ehrlich bin. Hier einfach ein paar Piniensachen zusammen einsammeln, dass ich die dann auch abernten kann. Ich würde gerne wissen, ob das mit Feuer auch geht. Dass das wie bei Dayland so ist. Das war ja mit Feuer super. Wenn ich ganz ehrlich bin. So, die anderen drei Orangen, die werde ich jetzt nicht zum Essen oder so benutzen, sondern ich werde jetzt hier anfangen, eine kleine Orangenplantage zu machen. Die ich einfach hier hinlege. Ja. Super. Du kommst hier hin. Oh, du kommst hier hin. Supi. Freue ich mich. So. Ich habe drei Orangenbäume gepflanzt. Das bedeutet, ich kann drei abbauen. Ich habe ja gesagt, dass ich die Orangenbäume ein bisschen umverpflanzen möchte. Bedeutet, wenn ich drei natürlich einpflanze, dann werde ich drei auch wieder abpflanzen, also abbauen. Okay, hier ist nichts. Da oben, das bleibt auch mal so, wie es ist. Da will ich nicht alles vorwegnehmen. Das bedeutet, ich fange hier an. Ja, hier kann ich schon mal zwei Orangenbäume abernten. Zwei mache ich. Dann kann ich mich immer so ein bisschen steigern. Obwohl auf der anderen Seite das am Anfang gar nicht so nötig sein wird. Dann kann ich doch drei abbauen. Und abwarten, dass ich ungefähr so 10 Stück, so 10 Orangenbäume gesetzt habe. Das ist schon mal ganz gut. So, drei habe ich abgebaut. Okay, mehr mache ich auch nicht, weil drei habe ich auch wieder gepflanzt. Das ist super. Jetzt habe ich nur noch Brombeeren, aber das ist kein Thema. Jo, es ist abends. Jetzt gehe ich nochmal mit der Kleinen an den Strand. Nochmal ins Wasser springen. Hui! So, das schickt. So, will ich mal gucken, ob ich noch irgendwas einsammeln kann. Da hinten. Och nein, 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 nein. Bitte, 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 komm schon. Och, Kacke. Das ist ärgerlich. Ich will hier natürlich rüber. Ja, ich hab's geschafft. Juhu, freue ich mich. Wunderbar, schön. So, jetzt kann ich über das Wasser zurück. Das ist kein Problem. Wunderbar. So, es ist aber schon dunkel. 8 Uhr, da kann die Kleine mal ins Bett gehen. So, jetzt schnell ins Bett. Das ist ganz schön flink auf dem Bein. Das muss man ihr lassen. Oh, die guckt aber ganz schön grimmig. Aber sie rennt ja auch. Also von daher, die darf das. Die darf das. So, schlafen. Oh, jetzt habe ich vergessen, was zu essen. Das ist nicht gut. Mindestens eine Kleinigkeit. Aber sie war eigentlich satt. Jetzt nochmal. Ja, eine Brombeere. Morgens ein paar Früchte. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, jetzt kann ich hier wieder Brombeeren einsammeln. Wunderbar. Wie lange sind wir schon am Aufnehmen? 24 Minuten. Das ist soweit okay. Ich würde sagen, wir machen so die 30 voll. Und dann schauen wir mal weiter. So, gibt es noch irgendwelche Orangen, die ich schon abernten kann? Dann kann ich hier wieder ein paar Bäume abpflanzen. Nein, geht nicht. Okay. Das ist aber kein Problem. Ich warte trotzdem jetzt, dass der Mais... Ups, Entschuldigung. Dass der Mais abgeerntet wird. Rede mit den Einwohnern. Okay, ich muss sowieso einen Roman finden. 4-mal Mais für den Bram. Den kennen wir aus... Den kennen wir aus Dayland.
spielt Sommer in Mara vor Dayland. Finde 5 Postkarten und lies die verloren gegangenen Briefe. Das ist okay. Das ist die Karte in Mara. Das ist die Karte aus. Steht nirgends, schade. Ich könnte einen Eimer herstellen und einen neuen Brunnen machen. Ich mache mal so bedenke, wie wenig das regnet. Ist das vielleicht gar nicht mal verkehrt? Dann mache ich nämlich mal 2 Eimer. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Holz. Das ist okay, komm. Super. Ah, ich brauche noch 2 Holz. Die beiden behalte ich mal, die 2 Bäume. Da kann der weg. Der ist aber noch nicht ausgewachsen. Das ist nicht in Ordnung. Einen jungen Baum abzuholzen, das macht man einfach nicht. Erstens bringt das nichts. Zweitens soll der schon eine Chance bekommen, dass er ein großer Baum wird. Nehme ich doch den hier. Dann kriegen wir noch gleich ein bisschen Harz. Das ist super. So, und hier noch ein Brunnen. Machen wir den Brunnen hier hin. So, guck mal, da sind die doch alle gegossen. Und es reicht sogar, das ist doch schön. Komm gerade noch mal, warum nicht? War so schön. Der Eimer Wasser ist sowieso gleich leer. Supi, freue ich mich. So, okay, dann haben wir das schon mal. Ich glaube nicht, dass schon ein paar Orangen bereit zum Abgrasen sind. Ich gucke trotzdem noch mal. Aber ich befürchte, nein. Na gut. Ich würde dann sagen, wir könnten eigentlich noch mal durch den Strand laufen. Ah, da gibt es wieder was zum Sammeln. Das Schöne ist, wenn wir hier was finden, gerade Muscheln und so ein Zeug, ich glaube, das können wir gut in der Stadt verkaufen. Dann können wir dem einen Mann doch vielleicht die Cola kaufen, die er möchte, oder dem einen Jungen. Obwohl ich damals als Kind keine Cola trinken durfte. Durfte die erst mit 14 oder mit 15 trinken, weil meine Mutti gesagt hat, Cola ist nichts für mich. Da habe ich halt Fanta getrunken. Zu besonderen Anlässen durfte ich auch mal Spezi trinken. Spezi, das ist sowas typisch Deutsches. Das ist halt so ein Mix aus ein bisschen Cola und ein bisschen Limo. Das ist an sich dann auch in Ordnung. Da würde ich als Elternteil jetzt auch nicht sagen, okay, nee, bei besonderen Anlässen. Aber auf der anderen Seite, klar, Cola ist natürlich nur ab einem gewissen Alter etwas. Von daher. Obwohl sich das bei mir jetzt auch stark geändert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich zum Beispiel ab einem gewissen Alter, als ich dann Cola trinken durfte, habe ich natürlich Cola getrunken, bis zum geht nicht mehr. Aber mittlerweile trinke ich Cola auch nur noch zu besonderen Anlässen. Lieber trinke ich so wirklich so Fruchtsäfte oder wirklich so Apfelschorle ist auch saulecker. Also extrem, also macht auch Spaß. Vor allem habe ich so das Gefühl, wenn es halt wirklich ein warmer Tag ist und du jetzt anfängst und halt mal richtig Durst hast, ne? Man sagt ja immer, trink langsam, verschluck dich nicht. Wenn man sich nicht verschluckt, dann weiß halt nicht. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man langsam trinken kann. Ne, schlucken ist schlucken. Nur halt zwischendurch atmen und sich natürlich nicht verschlucken, das ist wichtig. Aber ansonsten habe ich nie verstanden, was das zu bedeuten hat, langsam zu trinken. Jo. Von daher bleiben wir mal ganz entspannt, was das angeht. Und wir sind hier, glaube ich, fertig. Ich habe jetzt nur keine Schnur mehr zum Angeln. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich finde den Schildkrötenpanzer von der Koa super. Naja, auf jeden Fall trinke ich ganz gerne ein bisschen
Multivitaminsaft aktuell oder ACE-Drinks. Die sind sehr, sehr lecker. Und vor allem kann ich hier runter ganz vorsichtig, Stück für Stück. Das war schon fast zu hoch. Das bitte nicht nachmachen. Aber wir haben noch eine Muschel gefunden. Also super, alles was wir in unserem Rucksack mitnehmen können, können wir natürlich in der Stadt anbieten. Ja, wir müssen da nur aufpassen, dass uns die Händler da nicht so ein bisschen übers Ohr hauen. Aber ich glaube, die sind eigentlich ganz nett. Pinienkerne, super. Die Pinienbäume habe ich ja total vergessen. Die müssen ja auch noch abgeerntet werden. Dann kann ich die auch später anpflanzen. Aber ich denke mal, was Bäume angeht, werde ich jetzt erstmal ein bisschen langsam tun, weil du kannst ja nur ein gewisses Maß an Bäumen abernten. Das bedeutet so viel wie, die lasse ich jetzt hier noch wachsen. Das ist ja kein Problem. Und ansonsten werde ich jetzt einfach mal ein paar Pinien sammeln. Und wenn ich genug habe, dann kann ich dann auch damit anfangen. So, es ist Abend. Die Koa muss schlafen gehen. Die Hungeranzeige ist noch voll. Gut, wir haben ja auch nicht so viel gemacht. 8 Uhr kann man ja machen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel immer noch. Gerne könnt ihr mir die ein oder andere Story, wie war es bei euch zum Beispiel für die Älteren oder wie ist es bei den Jüngeren? Vielleicht ist es bei euch auch so, dass ihr immer noch ein bisschen Spezi oder so ein Kram ab und zu mal trinken dürft. Ansonsten ein bisschen Limo oder Fruchtsäfte. Könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr, was für Säfte ihr am liebsten mögt. Ich bin euer Graf Wallner und ich hoffe, ihr genießt das Spiel genauso wie ich immer noch. Bis dahin, ich freue mich, euch beim nächsten Mal zu sehen. Macht's gut. Ciao.